aus betrachten, aber das spielt auch keine Rolle, denn du bist Engelsgesicht. Und alle machen dich fertig mit deinem Gesicht. Und dein tätowierter Körper ist so behindert wie dein Cousin Glühwurm, dieser Kinderschänder, macht einen auf Snapchat auf Poet. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Engels Gesicht, du bist ein Schmock, Alter. Und da fehlen mir einfach die Worte dafür. Ich mach dich einfach nur mit lyrischen Sachen fertig. Ich muss dafür nicht mal reimen. Deine Augenbrauen kann man in Kurdistan auf einen Stein drauf zeichnen. Ja, wait, der letzte war nicht schlecht, wirklich, mit dem Kurdistan. Der war nicht schlecht. Was? Was das? Aber war Engels Gesicht nicht der eine Typ, der freiwillig in den Knast gegangen ist, nur um sich zu bücken, um zu wissen, wie tief sein Arschloch endlich geht? Ich habe gehört, dass bei Muda Dreieck es Knein da geht. Komm, du bist dran, Engels Gesicht. Okay, ich will den einen nochmal. Okay, pass auf. Ah, yeah. Tschetschene mischt sich auf einmal ein. Doch, der hat vergessen, dass Tschetschene mein Sohn ist. Ich heb den Tschetschene damals so wie bei der Königin Löwe und sagte zu dem Tschetschenen und zu den ganzen Kanaken, Asmenia, der neue Affenbaby ist da. Asmenia, der neue Affenbaby ist da. Ah, hier kommen wir zu Ashraf. Ich spritze auf Ashraf sein Bart und Tiz Bekir leckt Ashraf sein Bart ab. Mit Sperma. Ashraf und Bekir sind Homosexuelle bei Toiletten. Wenn Engel wissig kommt, ist euer Vater. Beide in die Hundeleine. Gassi, Gassi, ich füge euch. Doggy, Doggy, Engel wissig, bester Mann. Ey, bam, haben wir sich in London. Digga, Digga, Digga. Okay, und wann fängst du jetzt an, uns zu betteln? Und wann fängst du an, uns jetzt zu betteln? Ja, das war Battle, Digga. Das war richtiger Battle. Das war schon. Das singt mit Mark, warte, der Löwen vor. Warte, wir müssen kurz leise sein, die Dame ist im Raum. Sie wollen es alle zerwirken. Bitte schön, die Dame. Alles gut. Weil wir sind gerade mit diesem Ding live. Gucken Sie, Deutschland sucht den Superstar. Da war, ich bin gerade mit einem live auf Instagram, der war auch beim Casting, also bei der Jury, ich weiß nicht, ob Sie den erkennen, Engels Gesicht. Keine Ahnung. Okay. Der hat sich im Internet zum Affen gemacht, Katastrophe. Ich bringe ihn jetzt mal über Livestream Vernunft bei. Ja. Das, was seine Eltern bei der Erziehung versagt haben, versuche ich ihn jetzt im Livestream nach 2 Minuten wieder beizubringen. Sicher, kein Problem. Ciao. Ich ziehe Kokain nur wie Al Pacino, danach trinke ich ein Cappuccino und habe kein Geld mehr für Casino und danach gehe ich in mein Kino. Darf ich dein Leben anpassen? Ich gebe dir dafür meine Pfandflaschen. Wie kommst du auf so eine Line? Digga, das sind, ja, siehst du, jeder sein Style. Das ist der Grund, warum ich Erfolg habe und du Unerfolg hast. Verstehst du? Weil die Lines speziell sind und die hat keiner außer ich. Willst du nochmal einen Freestyle von mir hören? Ja, gib mir Freestyle. Ey, Engelsgesicht, du bist so fett, wenn du in die Luft springst, bleibst du stecken wie in deiner Gucci Cap. Aber ich sag dir mal was, dein Schnurrbart macht dich lang nicht zu einem Mann. Du siehst höchstens aus wie ein pädophiler Bastard, ja? Der nicht mal er selber sein kann. Aber kein Problem. Ich schicke dir den Tschetschenen rüber, der dir die Ohren lang zieht. Wie bei Dumbo, ja? Danach kannst du schön wegfliegen. Mach diese Kippe raus, mach diese Zigarette aus deiner Fresse raus und sei den Kindern ein Vorbild. Sonst komme ich in deine Hood und ficke dich vor den Kindern. Und das sehen sie dann als Vorbild. Weil wenn ich nach München komme und zeige, ey, Ashraf ist jetzt da, hat Engels Gesicht Panik und ruft ganz schnell tatütata. Aber ich habe kein Problem bei der Polizei, Aussage zu machen gegen Engels Gesicht. Die einzigste Aussage, die ich machen muss, ist, ey, Engels Gesicht, die billige Snitch. Und die Polizei weiß schon Bescheid und sagt, Dimme Gang. Viele Wichser vergreift sich an Spielplätzen mit seiner ekligen Hand an kleinen Kindern ran. Aber ist kein Problem, Engels Gesicht, ich bring dir noch Manieren bei. Das, was uns voneinander unterscheidet, ist, mein Arm ist 6 Kilometer breit. Oh Gott, Alter. Ja, siehst du mal, Alter. Dafür, ich schwör's dir, dafür, dass ich kein Freestyle kann, habe ich das gerade richtig gut gemeistert, sei mal ehrlich, Alter. Nee, Alter, echt nicht gut, wirklich nicht gut. Der Wichser, Alter.
Ich pack noch ein Line, dann hör mal auf, okay? Jetzt bin ich dran, dann hör mal auf. Okay. Dass ich nicht pädophil bin, weißt du. Sag ich auch den Grund. Du weißt, wie ich dich bei der Toilette hardcore gefickt habe. Ashraf ist der Grund, warum ich in Deutschland Kondome verschenken sollte. Ashraf ist warte, der Grund, kurz, warum... Warte ganz kurz, Bro. Entschuldigung, ganz kurz, eine Frage. Eine Frage an die ganze Community. Guck dir Deutschland sucht den Superstar. Kennt ihr nicht Engels Gesicht? Ich bin gerade mit ihm live. Und einmal bitte alle im Chor sagen, Engels Gesicht, du bist ein Fisch. Okay? Eins. 2, 3. Engels Gesicht, du bist ein Mensch. Boah, eliminiert, mein Freund, Alter. Danke. Hast du irgendwelche Obdachlosen da gesucht? Das heißt, es eliminiert irgendwelche Junkies, die mich Fisch nennen und das ist. Boah, die haben dich rasiert. Die haben dich einfach rasiert. Okay, das wird nicht rasieren. Irgendwelche Junkies, die im Glück ihr Geld sammeln, nennen mich Fisch, das war's. Alter, mach ich ohne Witz. Deaktivier dein Instagram. Dein Ruf ist gerade kaputt gegangen. Den kannst du nicht kaputt machen, der ist schon normal. Weißt du, was du sagen müsstest bei Pietro, als du beim Casting warst? Was denn? Du hättest sagen müssen, ey, dein Ruf geht kaputt, nicht meiner. Das hättest du echt sagen. Nein, Mann. Pietro ist ganz armer Saudiger, der hat Depressionen. Ich mag keine Menschen fertig, die wo im Boden schon liegen, glaub mir. Aha, interessanter Pfosten. Du kennst wirklich Pietro nicht ohne Kamera oder so. Der ist wirklich ganz armer Frau. Stell mal vor, Digga, du hast Frau, deine Frau wurde von halb Deutschland gepickt. Du weißt nicht mal, wer der Vater von Alencinio ist. Alencinio, dein Körper gehört mir, das weißt du gar nicht. Du kannst deine Frau nicht befriedigen, weil du das nicht drauf hast, weil du wirklich dumm bist. Stell mal vor, der Typ hat Depressionen ohne Ende, aber das wissen keiner nicht. Ich habe ja hinter den Kulissen hier live erlebt. Der Typ zittert, sagt Sarah ganze Zeit, der ist in Sarah, die Charmutter noch verliebt und hat die nicht mal gut bieten können. Ist ja klar, dass er dann mit dem Zünden hat. Ja, aber ich ganz ehrlich, ich sag dir ehrlich, ich habe nur Gutes über den gehört, Pirat, dass er Privatfall der Kohle ist. Ist der ja auch, meine ich ja gerade, der sind ja Ziele. Ach so. Weil er am Arsch ist. Weil er am Arsch ist. Weil der Junge nicht mehr kann. Achso, okay. Digga, seine Plan wird dann von Deutschland weggenommen haben wir auch und muss ich die haben. Oh, ganz kurz, enges Gesicht. Ich gehe sowieso jetzt vorbei, du bleibst auf, Digga. Sorry. Das ist enges Gesicht, der von Deutschland sucht den Superstar. Ich bringe den gerade bei, wie man richtig singt. Aha, cool. Ja, möchtest du was sagen zu dem oder so? Kann ich noch gut beleidigen, ist kein Problem. Ja, keine Ahnung, ich kenne dich nicht, deswegen kann ich nichts sagen. Sorry. Hast du ja kein Problem. Kennt man ihn, oder was? Ja, wir erkennen enges Gesicht nicht. Hey, ja. Du schaust aus wie der behinderte Bruder von Harry Potter. Ohne Scheiße. Nein, da war schon. Du Mongo, hör doch auf, Alter. Wir kennen sie doch gar nicht mal. Du Esel, Alter. Wir haben nur noch Feuer gefragt, du Mongo, Alter. So ein Fischkopf, Alter. Alter. So ein Mongo, Alter. Ich kenne den doch gar nicht mal. Aber eigentlich. Aber anders. Ich dachte, der wird den irgendwas fragen und so. Und dann, nee, Engels Gesicht, Alter. Aber andere Frage, ist Engels Gesicht nicht dieser eine Typ, der Blasen an den Knien von Blasen auf den Knien hat? Tschentschen, halt die Presse, Digga. Du bist in der Presse. Wie bist du? Du sollst deine Fresse halten, sonst landest du in der Presse. Ja, Alter, der sagt einfach behinderte Bruder von der Potter. Ich glaube, der macht jetzt Suizid, Alter, glaube ich. Der springt jetzt vor Brück, Alter. Hast du sein Gesicht gesehen, wo ich dir gesagt hab? Der hat übel Angst bekommen von dir, Alter, du Mongo, Alter. Der konnte nicht mal was sagen. Ja, das soll besser, wenn er mich sieht, die Straßenseite wechseln. Das ist besser für, glaub mir, das ist besser für, wenn er überlebt. Ja, sonst packst du deinen Zauberstab raus, gell? Ja, genau. Ja, Bro, ich geh wieder raus, hau rein. Harry, pass auf dich auf, gell? Ja, wir schreiben uns. Okay, Harry, ciao, ciao. Ja, Leute. Engels Gesicht ist wirklich Katastrophe. Der hat, glaube ich, ein bisschen Schizophrenie. Interessant. Wer möchte denn noch als Gast rein? Komm mal, darf ich jetzt nicht mehr als Gast nehmen? Warte, ich sag euch kurz, wie viel Akku ich noch habe. Ich habe noch genau 4% Akku. Danke aber noch für einen, oder? Einer geht noch. Komm, entscheide du. Schreib mal alle rein, wer rein will, und allen entscheidet, wer nicht rein will. So,
so ein aus. Ja, okay, aber willst du einen Tipp oder einen Tuss? Ist egal. Nur ein Scheiß. Okay, ohne hinzugucken. Ich würde sagen, wir nehmen den vierten, der schreibt. Okay, ab jetzt. Eins. Zwei. Nein, der hat nicht geschrieben. Der hat auch nicht geschrieben. Auch nicht geschrieben. Zwei. Zwei. Drei. Und der nächste kommt rein. Batuhan kommt rein. Wenn er möchte. Batuhan, kommst du rein oder nicht? Okay, er hat nicht angenommen. Oder guck einfach, wer dir eine Anfrage geschickt hat und dann in den vierten. Achso, ja, geht auch. Eins, zwei, drei, vier. Das wäre dann der Musa 4-5. Außer schlägst du in den Ring mit Engels Gesicht. Wenn er Lust hat, ja. Aber rein freundschaftlich. Ja, wer will denn rein? Egal, Leute, ich pack's raus. Auf jeden Fall, ich muss meinen Akku sparen. Kann sein, dass meine Frau, meine wunderschöne Frau, mich noch erreichen muss. Deswegen spare ich jetzt meinen Akku für meine Frau. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf.